Hallo und herzlich willkommen bei Pokevestments, eurem YouTube-Kanal für Pokémon Investment Tipps. Mein Name ist Manuel und ich sehe was, was ihr nicht seht. Was ist es? Sind es etwa die Deckboxes? Oder ist es die Playmat? Oder doch die Sleeves? Das kennen wir doch irgendwie alles, aber was ist das denn? Boosterboxes. Aha. Okay. Die kosten ein bisschen. Okay, interessant. 6 Booster. Booster Packs. Cool. Das ist ja wie ein kleines Display. Und kostet mich nur 30 Euro. Na, da gehe ich ja mal richtig rein. Leute, ja, das ist es, was es bislang noch nie gab und das ist es, was uns ein Zeichen sein sollte. Welches Zeichen? Das ist jetzt natürlich die Frage. Was möchte uns die Pokémon Company damit sagen, dass sie ein so neues Produkt, weil es so neu ist, aber auch dieses neue Produkt in ihren Bestand mit aufnehmen und uns zur Verfügung geben oder stellen? Na, ganz einfach. Sie wollen, dass neue Leute in dieses Hobby reingehen und die Eintrittsbarriere umso geringer ist. Geringer, weil jetzt musst du dir kein Display mehr kaufen. Nein, du kannst dir einen Boostermantel kaufen. Mega. Mega gut. Ja. So. Und dann auch noch preiswert. Ja, nicht überteuert oder sowas. Cool. Und dann bei so einem geilen Set. Ja, das ist alles total cool für den Sammler und für den Casual, der in dieses Hobby reingeht und sich sagt, ey, ich möchte das TCG näher kennenlernen und ich möchte da jetzt einfach mal noch ein bisschen Nostalgie nachfühlen und spüren. Damit komme ich rein ins Hobby. Und das ist gut. Leute, das ist gut. Die Leute, die da reinkommen, egal wie lange sie bleiben, das ist egal. Es sind ja neue Prospects, wenn man so möchte. Das heißt, es sind neue Kunden, die auch vielleicht dann in der Zukunft die Produkte kaufen, der Company. Alles gut. So weit, so gut. Weil das ist auch für uns Investoren eine gute Sache. Neue Leute, die dieses Hobby kennenlernen, sind dann in der Zukunft neue Leute, die gegebenenfalls unsere Produkte abkaufen. Ja. Und die ihre Sammlung beispielsweise vervollständigen wollen, weil sie zum Beispiel mit dem 151er-Set reingekommen sind in das Hobby. Die kennen Schwert und Schild nicht. Die wissen gar nicht, was sie da verpasst haben. Stand heute. Ja? Die sehen nur 151, geilstes Set ever. Geil. Obsidian Flames, richtig geile Glurak-Karte. 80 Euro, ich habe sie mir gekauft. So. Also Leute, ne, nicht so ernst nehmen hier. Die Karte ist von Obsidian Flames, die Chase Glurak-Karte ist geil. Ja, will ich nichts zu sagen. Also die ist nice, hat nur jeder Zweite. Und jeder Zweite kann sie haben, weil sie so billig ist. Warum ist das so? Warum sind denn die Pull-Rates auch so gut? Ja, weil also die Pull-Rates hier von 151, die ist also... Können wir mal ganz kurz hier googeln. Pull-Rate. Pull-Rate 151. Ihr kennt sie eigentlich schon, weil ich habe sie heute, nicht heute, also heute habe ich sie in anderen Videos auch schon gezeigt, die noch nicht hochgeladen sind, aber wenn ihr sie seht, dann vielleicht nicht zum ersten Mal. Die ist ja mega gut für mich als Sammler, als Dude, der geile Karten ziehen will und nicht so viele Packs aufmachen will und wenig Geld dafür ausgeben will, dass er diese Karten hat. Voll gut. Ja. Zum Investieren, anderes Thema, habe ich auch ein Video dazu gemacht, schaut euch das an. Hat einen Titel, wo ihr dann wisst, okay, das sollte ich mir jetzt angucken. So. Aber was hat die Pokémon Company da jetzt vor? Was möchte sie denn bezwecken mit diesen geringen, ich sag mal, leichten Pull-Rates für die Karten? Genau, dass der Casual, der in das Hobby neu kommt beispielsweise, und dass die Sammler sowieso, die es schwierig hatten bei Schwert und Schild,
einfach jetzt mal easy ihr Masterset voll machen können. Ja, der Spaßfaktor ist sehr, sehr hoch und der soll höher gegeben sein. So, weil natürlich ist das ein Faktor, der für die Leute und auch gerade für die Kids, ja, die dieses Pokémon TCG lieben, es leichter macht, ihre geilen Karten endlich zu ziehen. Ja, haben Bock, mehr Geld auszugeben. Auch die Eltern Bock, mehr Geld auszugeben, wenn das Kind schneller die tollen Karten hat, als es beispielsweise bei Drachenwandel oder Chilling Pain. Mama, ich habe 70 Packs aufgemacht und ich habe nichts gezogen, außer eine V-Karte. So, auf jeden Fall, ja, das ist ein wilder Vergleich. Natürlich ist mir klar, ja, nicht nur die Kids haben da einen Einfluss, auch nicht nur der Casual. Ja, es gibt viele andere Faktoren und das ist, sind nur Beispiele. Ja, bitte legt das nicht auf die Goldwaage. Ist mir klar. Aber es ist doch klar, was passiert. Ja, die Leute öffnen und geben Geld aus und kommen in dieses Hobby und sind gehypt auf die nächsten Sets, auf die nächsten geilen Karten, die sie easy ziehen können. Ist es klar. Für uns als Investoren und jetzt ein Schelm, wer immer noch hier weiterschaut, ne? Obwohl ich ja gerade eben gesagt habe, wenn ihr wissen wollt, wie das aus Investorensicht ist, schaut euch ein anderes Video an. Ich sag's euch mal ganz kurz, ja. Diese Pull Rates, die sind für mich als Investor natürlich bärisch zu betrachten. Weil die Karten gibt es wie Sand am Meer. Jeder hat sie. So. Ne? Also für zukünftige Wertentwicklung, ja, das dauert ein bisschen. Ja? Weil die werden erst kommen, wenn die Produkte nicht mehr geöffnet werden. Und das passiert erst, wenn die Produkte ja, so teuer sind, dass es sich nicht mehr lohnt, sie zu öffnen. Ist die Frage, wie lange das dauert. Ist die Frage, ob ich das jemals noch miterleben werde. Ja? Natürlich, zwinker, zwinker, ne? Aber das dauert natürlich ein bisschen. Und das ist gut. Ne? Deswegen, ich sage, das, was die Pokémon Company gerade macht, das ist gut. Das ist super. Ja, ich bin sehr, sehr happy drum, dass sie das machen, wie sie machen und sie haben sich dabei was gedacht. Und für mich ist das auch vollkommen fein, weil Produkte aus der Schwert- und Schild-Ära sind ja momentan auch noch sehr erschwinglich und die lege ich mir dann einfach in mein Portfolio. Bitteschön. Ja, Leute, schreibt mal in die Kommentare. Wie seht ihr das? Ist das das, was sich die Pokémon Company denkt? Oder ist es das nicht? Oder denkt sie sich was ganz anderes und ihr wisst es? Oder ihr seid ein Insider und wisst es sowieso? Ja, schreibt es mir in die Comments. Lasst ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und Abo nicht vergessen, Kommentare. Kommentare, Leute. Bitte, wenn ihr eine andere Meinung habt, ist das legitim? Ich will, dass ihr diese äußert. Das ist wichtig. Wir wollen einen Austausch. Ich möchte hier gerne auch einen Austausch auf diesem Kanal haben. Und ich bin nicht der heilige Messias. Nicht alles, was ich sage, ist Gesetz. Also gerne auch mal challengen. Leute, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut und tschüss.